Ja, wir freuen uns. Was ist das Konzept dieser Veranstaltung? Was sind die Inhalte dieser Veranstaltung? Und das ist sehr wichtig, wie hebe ich mich von allen diesen vielen Vergleichsveranstaltungen oder Konkurrenzveranstaltungen überhaupt ab? Gibt es schon eine Messe, sei es jetzt in Deutschland oder im Ausland, je nach Einzugsgebiet, je nach Zielgruppe, die eben dieses Thema schon adressiert? Das ist der erste Schritt. Dann machen wir einen Businessplan, das heißt sehr detailliert, machen wir eine Prognose, was die Umsätze angeht für diese neue Veranstaltung, sprich wie viele Aussteller können wir gewinnen, wie groß ist die durchschnittliche Standgröße eines jeden Ausstellers, welche Ticketerlöse hätten wir voraussichtlich über die neue Messe und auf der anderen Seite natürlich, welche Kosten müssen wir einbeziehen. Wir sagen in aller Regel, dass bei der dritten Veranstaltung, dass dort eine sogenannte schwarze Null eingespielt werden muss. Dann ist natürlich auch die Erstveranstaltung dann entscheidend. Wie wird eigentlich dann die Messe auch am Ende so angenommen? Also treffen die Parameter zu, die man sich dann auch durch Marktbefragung etc. erarbeitet hat? Wir beschäftigen uns damit, dass die richtigen Daten richtig genutzt werden. Wenn wir mit unseren Vertriebs- und Marketingmaßnahmen starten wollen, brauchen wir eine Datenbasis, um Postaussendungen oder E-Mail-Newsletter-Aussendungen zu machen. Für die Home Quadrat ist besonders herausfordernd, dass das eine komplett neue Messe ist, dass zu Beginn gar keine Daten vorlagen, weder im Ausstellerbereich noch im Besucherbereich, und dass wir da quasi von null angefangen haben. Die Home Quadrat zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Wesentlichen drei Zielgruppen adressiert. Und unsere Aufgabe besteht darin, kommunikativ zu vermitteln, dass genau diese drei Zielgruppen auch passende, relevante Angebote auf der Veranstaltung finden. Dass die Home Quadrat genau der Ort ist, wo ich mich über Trends, Innovationen zum Thema Bauen, Umbauen, Sanieren informieren kann. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir das in den Kampagnen, in den Key Visuals auch widerspiegeln. Hier ist es eben besonders wichtig, dass man Hand in Hand arbeitet und dass es ein Team ist und dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Und man muss natürlich erstmal versuchen, irgendwo eine Tür zu öffnen und die Leute zu begeistern. Die Haupttätigkeit ist schon das Telefonieren, eben immer wieder auch Firmen anzusprechen und auch die Ansprechpartner erstmal überhaupt zu erreichen. Was mir halt großen Spaß macht, ist dieses Netzwerken halt auch, wo man dann merkt, jetzt so mit der Zeit, wir sind ja jetzt dann bald bei Messe 4, merkt man so langsam, es empfehlen uns Aussteller, empfehlen sich gegenseitig die Messe. Und dann ist es natürlich schön, das auch mal zu sehen, wie dann so ein Erfolg entsteht. Also wenn wir eine Messehalle aufplanen, dann schauen wir schon auf die sicherheitstechnischen Richtlinien. Und das sind alles Versammlungsstättenverordnungsrichtlinien, worauf wir als Koordinatoren oder auch als Planer mit achten müssen. Die Herausforderung der Home Quadrat war primär erst einmal, von der Masse der Veranstaltungen, die es gibt, sich abzuheben. Da sind wir sehr, sehr klar aufgestellt gewesen. Wenn eine Messe stattfindet, gehen wir zu den Ausstellern, fragen, wie es gelaufen ist. Das ist auch ein Stück weit Wertschätzung, was wir gegenüber unseren Ausstellern rüberbringen wollen. Natürlich sprechen wir während des Rebookings auch über die nächste Messe. Je früher Sie Anmeldung für die nächste Messe reinbekommen, desto größer ist auch die Planungssicherheit für die Messe, für die Projektleitung. Und das ist, denke ich, sehr, sehr positiv.